Moin moin meine lieben Freunde, weiter geht's mit Echo Generations und ich habe mich gerade ausgeruht hier. So, wir müssen jetzt mal ein bisschen strukturiert vorgehen, denn wir kommen gerade nicht weiter. Also, in unserem Inventar haben wir das Putzticket, das brauchen wir ja. Das, womit Mr. Dumont was reparieren möchte, diese Farbe und den Benzinkanister. Benzinkanister können wir nicht auffüllen, solange wir nicht die Erlaubnis von Mr. Dumont haben. Ich glaube, die Farbe, die müssen wir irgendwie der Tante mal da geben. Ich glaube, die will die Farbe haben. Vielleicht müssen wir es irgendwie anders machen. Wir gucken mal. Wir laufen da nochmal hin. Schauen uns da nochmal ein bisschen um. Was anderes weiß ich nicht. Dumont sagt immer das Gleiche. Der auch. Wir könnten natürlich auch nochmal in den Shop gehen und das Buch kaufen für die Mutti. Die will ja so ein, ist ja so ein Reisebuch gewesen. Das kostet aber 100 Dollar und so viel habe ich nicht. Ich habe gerade mal die Hälfte. So, wir gehen nochmal hier längs. Gucken wir nochmal hier, ob es da irgendwas gibt, was wir machen können. Ich gehe mal hoch, gucken, ob die Polizisten noch sind. Beim letzten Mal sind die Polizisten ja auch weg gewesen. Und jetzt sind sie noch immer da. Okay, wollen wir nicht längs gehen? Gut, dann gehen wir mal hier unten längs. So, wir reden nochmal mit der Künstlerin. Bin mir ziemlich sicher, dass die diese Farbe haben möchte. Hallo, ich habe gehört, na, genau das Gleiche. Okay. Das ist natürlich schlecht für uns. Okay, dann lass mal gucken. Kann man hier hinten noch irgendwas finden? Huch, was ist da? Ich glaube, nicht jeder mag die FST. Aber die haben coole Sachen rausgebracht. Okay. Ja, hier unter die Brücke weitergehen. Huch. Da schaue einer an. Was ist das denn hier? Nimm mit. Zack. Noch mehr. Ist das Kabel hier rumliegen? Nee. Oh, cool. Ein ganz neues Gebiet hier. Ich glaube, ich sehe was da drin. Mal guck mal rein. Whee! Was ist das denn? Ach. Okay, warte, du kriegst von mir direkt. Ich will das neue Teil ausprobieren, das ist hier. Und wir können hier mit Stun. Was muss man da machen? Ich bin gespannt. Mal gucken. Input the correct sequence. Okay. X, Y, Y, B, A. Wow, und er ist gestunt. Wie cool ist das denn? Und wir kriegen auch wieder Kohle. Yes. Cool, ist unsere Katze freut. Cool, cool. Oh Gott, da bin ich froh, dass es weitergeht. So, was ist da jetzt drin? Clear all status effects on target. Okay, damit können wir alle unsere Effekte auf unseren, wenn wir jetzt vergiftet sind oder so, sofort rausnehmen. Das ist natürlich gut. Hier hat jemand was gekocht. Ich frage mich, was das wohl war. Ich dachte, das wären Seile gerade eben. Das sind so kleine Löcher, wo die Viecher drin sind wahrscheinlich, ne? Mal alles abgrasen hier. Nicht, dass wir irgendwas mehr sehen. Achtung, komische Viecher steht hier. Okay. Was ist das denn da hinten? Oh. Okay, warte mal. Wir stunnen erstmal den Großen, würde ich sagen. Wow. Attack on enemies, applies electric shock. Machen wir mal. Wow, kritischer Hit. Stunnen wir den nochmal. Oh nein, war zu spät. Schade. Oh
ein bisschen mehr von den anderen Sachen da, aber naja, das kriegen wir schon noch hin. Oh nein! Okay, geil. Super. So, Level up. Okay, also mehr Leben? Ne, wir machen mehr Stärke, ne? Oder mehr Skill, ist natürlich auch nicht schlecht, da haben wir noch ein paar mehr Punkte. Dann machen wir ein bisschen mehr Skill hier. Also die, damit wir die Special-Tacken öfters einsetzen können. Auch du. Ja, das ist eine gute Idee. So. Ich weiß nicht, was da drin ist. Wir gehen aber noch nicht hin. Das sieht auch so viele Gegner aus. Okay, es tauchen einfach so irgendwelche Viecher auf die ganze Zeit. Wie schade. Obwohl, nehmen wir mal über den machen. Oh, shit! Das war der falsche. Das war nicht blöd. Naja, jetzt sammeln wir ein bisschen Geld. Ich glaube, ich darf das Buch nachher noch kaufen für die Mutti. Ich glaube, man muss hier alles durchgehen einmal. Okay, was ist hier? Kommen wir da rein? Hey, da ist ein Tunnel. Aber nur Züge dürfen rein. Hm. Das ist ja nicht so viel. Da sind Kisten. Ist da was drin in Kisten? Nein. Ich sehe irgendwas übersehen hier, das wäre auch blöd. Privat, kein Erlaubnis durchzugehen. Das hier führt, ist der Weg zum FST. Wir können was rausfinden, wenn wir über der da hinten. Warum springen sie einfach drüber? Ich bin keine gute Springerin. Ist klar. Es sieht so aus, als ob das Gras hier oben trocken geworden ist. Vielleicht ist es Blut. Hat das irgendwas mit dieser merkwürdigen Installation hier zu tun? Hey, ein Proban-Tank ist voll. Na, nur das ganze Ding mit. Warum nicht? Halt es von Hitze entfernen. Oh, was ist das denn hier? Ich könnte. Ach, guck mal, ich könnte den Generator reparieren mit der Sicherung, die ich gefunden habe. Na. Können wir jetzt ins Haus irgendwas machen? Vielleicht wird ich jetzt nur auf von innen. Ich muss einen anderen Weg finden, reinzukommen. Was hängt denn da? Oh, widerlich. Arme Kreatur. Naja, die haben uns angegriffen. So arm sind die auch nicht. Wie kann man denn noch da reinkommen? Ist die Frage, ne? Können wir hier auch einmal, einmal hinten rumgehen? Gucken wir mal. Pass mal auf. Ah, ne, hier geht's nicht weiter. Schade. Ich dachte, man könnte vielleicht einmal hinten rumgehen. Das geht nicht. Ein anderer Weg rein. Okay. Ein anderer Weg rein. Also es kommt immer mehr, na, wie heißt das? Immer mehr Rätsel auf. Man kommt gar nicht dazu, die anderen fertig zu machen. Na gut, hier drüben haben wir ja auch noch nicht alles abgegrast. Da können wir nochmal rübergehen. Ist da auch noch sowas? Was ist das denn hier?
Und da. Ich ist zu alt, ich kann es nicht öffnen. Versuch's zu schütteln. Ich glaube, da ist nichts drin. Hier hoch. Es ist wundervoll von hier oben. Die Aussicht. Aber kann ich nichts Großartiges machen, ne? Also, warte mal. Vielleicht. Wir gehen mal zu den ganzen Viechern dahin. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir die vielleicht doch bekämpfen müssen. Oder dass wir die in die Luft jagen müssen. Das können wir ja nur mit Hitze eigentlich, ne? Ach, hier oben ist auch noch was. Ich frage mich, wer das hier gemacht hat. Es ist ein ganz schön großer Krater. Vielleicht ein Asteroid, der hier runtergecrashed ist. Das könnte natürlich sein. So, wir gehen jetzt mal dahin. Vielleicht müssten wir das ja mal aufräumen, damit wir die loswerden. Ach, guck mal, das Ei ist groß genug, um einen Propangastanker reinzunehmen. Machen wir. Lass uns das hochladen. Okay, wir sollen es hochjagen. Das können wir aber nur von einem bestimmten sicheren Punkt aus. Und der sichere Punkt wird ja wahrscheinlich da oben sein. Auf dem Turm. Aber womit macht er das denn? Wir haben ja nichts zum Schießen oder so, ne? Oder bin ich jetzt verkehrt? Muss ich auch erstmal was finden. Wir haben ein paar Tiere. Haben wir nämlich Tiere, die es machen können? Vielleicht Blobbo? Ah, hey, ich denke, Blobbo kann das Ding aktivieren kriegen von hier. Yes, mach mal, Blobbo. Wundervoll. Oh, was war das? Ein Nachbeben. Haben wir irgendwas kaputt gemacht? Das. Ich glaube, der Krater ist gerade aufgegangen da unten. Kann das sein? Muss ich mal hier mal unseren Typen wieder wechseln? Oder ist hier drüben was passiert? Hm, man weiß es nicht. Der Krater ist auf. Ja. Ich frage mich, was das ist. Wollen wir mal Hand runterschreien? Noch nicht. Wir gehen erstmal hier hinten hin. Und gucken, ob wir da irgendwas finden können. Das war ja extrem. Ich dachte, das ist nicht so groß wird. Ich hoffe, wir kriegen keinen Ärger. Aber mehr gibt's hier nicht, ne? Ich würde sagen, wenn wir jetzt Hallo da runterschreien, dann kommt ein riesen Viech raus und das wird einfach nur ein fetter Kampf werden. Checken wir nochmal unsere Sachen, was wir dabei haben. Pass mal auf. Ach, können wir erst im Kampf benutzen? Schade, ich dachte, ich kann die schon vorher nutzen. Na gut, schreiben wir mal Hallo runter. Oh, okay, okay. Sieht aus wie. Boah. Gibt es diesen Film da mit den Sandwürmern? Wie hieß denn der nochmal? Komm, den stunnen wir erstmal, oder? 250 Leben hat er. Oh, er hat ihn widerstanden, okay. Okay, er hat da irgendwelche Leute rausgelegt. Wie viel Leben haben die denn? Kann ich das irgendwo sehen? Die haben nur ein Leben, okay. Mann, du kannst noch ein bisschen heilen hier, wenn du schon dabei bist. Und zwar hältst du mich.
Was? Wieso wurden wir denn besiegt? Hä? Also, das war doch gerade merkwürdig, oder nicht? Das war doch gerade... ich meine, ich konnte jetzt nicht sehen, dass der uns irgendwie besiegt hat oder so. Er hat uns 12 Leben weggenommen, aber wir hatten ja mehr als 12 Leben hier da. Das ist ja verrückt. Was ist das denn? Okay. Hier können wir immer noch nicht rein, ne? Da kommen wir wahrscheinlich erst rein, wenn wir das Viech da besiegt haben. So, nicht wundern über diesen kleinen Cut, aber ich dachte mir, ich fülle mal kurz unser Leben auf, indem wir schlafen gehen und auch hier die Reserven aufgefüllt, damit wir da ein bisschen was machen können. Und greifen das Ding nochmal an. Ich habe schon eine Ahnung, warum wir gestorben sind. Ich glaube, das sind die links und rechts diese kleinen Viecher, die uns da so ein bisschen das Leben schwer machen. Nun gut. Probieren wir es nochmal. Das heißt, die müssen wir auf jeden Fall killen, links und rechts, sonst wird das nichts. Gut. Fangen wir mit einem... Stunnen können wir ihn sowieso nicht, deswegen ist es egal. Brauchen wir also nicht das große Teil nutzen, weil das eigentlich nicht so viel... Dann machen wir nämlich erstmal so, indem wir uns... die Pilze einverleiben. Okay. Die kann auf jeden Fall hart angreifen. So, die Katze kann einfach mal nicht heilen, denn... So, und wenn wir schon dabei sind, dann verleibe ich mir so einen auch nochmal ein. Jetzt kommen die beiden Teile. Die müssen das erste Blatt machen, sonst wird das nichts. Können wir machen. Ich weiß nicht, wie viele Runden die aushalten, aber ich glaube, wir können mit ihr erstmal so angreifen. Und die Katze macht dann erstmal einen von dem platt. Am besten den als erstes. Noch nicht, jetzt können wir. Jetzt muss er hier den linken platt machen. Genau. Ausgewichen. Sehr gut. Oh, bam! Der kann auch angreifen. Aber nicht mit so einem harten, nur mit so einem leichten. Da reicht auch das Ding. Du kannst auch einen harten machen hier. Was haben wir noch da, was du. Das ist ein bisschen blutet vielleicht. Warum nicht? Oh nein, ich war zu spät. Oh, das war hart. Okay. Warte. Ich habe eine Idee, warte mal. Die Katze kann ihn heilen. Und ich kann auch eine etwas härtere Attacke machen. Nochmal bluten vielleicht.
Eieiei. Auch wieder Glück, ne? Sehr gut. Du kannst auch angreifen. Und zwar mit... Ach, mach normalen. Wir haben noch so einen. Ich mache noch so einen Blutarm. Okay. Jetzt kommen wir diese Dinger raus. Okay, die müssen wir als erstes wegmachen. Er hat zwar nicht mehr viel Leben, aber wenn wir die nicht wegmachen, dann haben wir, glaube ich, verloren. Gar nicht so schwer, der Gegner fällt mir gerade auf. Macht ein bisschen Angst am Anfang, aber eigentlich ist er echt simpel. So, das sollte es gewesen sein, oder? Sehr gut. War nicht so schwer eigentlich, ne? Aber trotzdem hat man im ersten Moment gedacht, So, die Katze. Ist eigentlich eher ein Heiler, ne? Aber wir machen sie trotzdem mal dahin. Dass wir da ein bisschen mehr bekommen. So. Wir können uns da durchquetschen. Klar, gehen wir da rein. Okay. Wo sind wir jetzt gelandet? Ach, in der Hütte von dem Typen wahrscheinlich, ne? Genau, in der Hütte von dem Typen. Gucken wir mal, ob wir irgendwas finden, was wir gebrauchen können. Ein Gewehr? Können wir es benutzen? Das, hier ist so unaufgeräumt, sogar Waffen liegen hier auf dem Boden. Okay. Diese Zeitungen sind von vor Jahren. Wie lange war hier schon keiner mehr drin? Guck mal, der Fernseher ist angeschlossen. Vielleicht können wir noch mehr schräge Symbole sehen. Warte mal. Nehmen wir nochmal an, Entschuldigung. Ich sehe überhaupt keine Symbole da drauf. Hier? Wir haben ja noch einen Fernseher gehabt in der Werkstatt, ne? Da siehst du es sogar. Das war das Ding mit der Antenne und nach oben geschossen, ne? Ich mal das kurz mal auf. Gucken gleich mal hin, damit ich weiß, wie es aussieht. Ah, guck mal da. Punkt, Punkt. So und so, ne? Schau mal kurz. Ja, also dieses Symbol haben wir schon gesehen, haben wir nicht gesehen, aber das Symbol gibt es auch bei dieser Schreibmaschine, die wir gesehen haben, ne? Ja, mach mal die Tür auf. Jetzt können wir hier wieder rausgehen aus der Hütte. Können wir auch hochgehen? Ist oben auch irgendwas? Eieieiei, hier oben sieht es ja noch schlimmer aus. Hier war mal ein Aquarium am Bett. Da. Do you wish to sleep? Ah, schlaf noch eine Runde. Dann haben wir auf jeden Fall wieder volle Energie. Warum nicht? Perfekt. Also haben wir noch ein Bett, wo wir schlafen können, das natürlich gut ist, wenn wir mal in der Nähe sind hier. Wir haben ein Kabel gefunden. Das Kabel brauchen wir natürlich, um zu tauschen bei Mr. Magnus. Das sind ganz schön viele Angeln. Ja, vielleicht ist er ein Superangler. Sind das Eier? Sollen wir eins nehmen? Ich glaube, wir sollten sie nicht anfassen. Da hat sie wahrscheinlich recht. Sieht aus, als ob ich das hier öffnen könnte. Mach auf. Da ist ein Comic drin. Nimm das Comic.
Wacky Wacky. Drei Attacken auf ein Ding. Und es gibt Bluten für drei Runden. Perfekt. Was ist das? Hier gibt es einen verfluchten Schlüssel. Nehmen wir auch mit. Damit weiß ich auch schon, was wir öffnen können, glaube ich. Warum ist diese Waffe hinter einer Glasscheibe? Ich frage mich, ob was wichtig ist. Ist das ein Bär? Ich frage mich, ob aus wirklich ein Bär gemacht wurde. Wir nehmen den Bärstatue mit. Ach klar, warum können wir nicht einfach mitnehmen? So ein bisschen wie bei Monkey Island, ne? Der kann auch alles in seine Tasche stecken. Geil, Bruce Streetwood. Hunter Logbuch 1. Ich habe ein Ei gefunden, was nicht so aussieht wie vorher. Es ist groß geworden. Hunter Logbuch 2. Das Ei ist noch größer geworden. Ich muss einen größeren Container finden, damit es da reinpasst. Hunter Logbuch 3. Das Ei wächst so schnell und wird so groß. Ich frage mich, welche Kreatur da rauskommt. Ich habe mir ein riesen Aquarium gekauft, aber das Ei packt da nicht rein. Okay. Achso, die wollen nicht schlafen. Gut, ich glaube, wir haben hier alles. Ah, cool. Wir haben jetzt aber schon mal ein paar Sachen, die wir nutzen können. Was richtig cool ist. Hä? Wo geht's denn runter? Hier. Können wir hier zur Tür jetzt rausgehen auch? Ja. Sehr gut. Cool. Also wir haben auf jeden Fall jetzt schon mal ein paar Sachen bekommen. Dieser Schlüssel, der passt doch bestimmt hier vorne rein, oder? Testen wir mal. Sie sagt, es ist gefährlich, dahin zu gehen, aber sie würden so ein paar Sachen finden über Dad. Bevor wir das machen, bringen wir das Kabel erstmal zurück. Haben wir zumindest das auf. Bringen wir das Kabel hin, damit wir den Schraubenzieher bekommen. Wenn wir den Schraubenzieher bekommen, bekommen wir die Puppen aus dem einen Haus. Also es jetzt fügt sich gerade alles zusammen. Das machen wir mal. Na komm, 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 komm. Lauf schneller. Ich glaube, es gibt noch eine Abkürzung jetzt da oben beim FST. Aber es ist uns erstmal egal. Wir gehen erstmal hier weiter. Ja, es ist so, wenn man einen Klick mal, man muss eine Sache lösen, dann öffnen sich gleich wieder viele andere Türen, die man machen kann. Aber es muss man auch erstmal drauf kommen. Also der Boss war jetzt wirklich nicht schwer, muss man sagen. Also da war der Wendigo, den wir da hatten, im Wald wirklich schwerer. Aber sehr gut. Hallo. So, lass das Kabel abgeben, um den Schraubenzieher zu bekommen. Hey, ich hab diese Kabel. Yes, tauschen wir. So. Jetzt rüber zu dem Haus von dem Heini hier. Ist er eh tot. Okay, wir haben eine Puppe bekommen. Mehr können wir nicht holen. Aber diese Puppe... Halt, zurück. Können wir Fernsehen machen hier. Ist auch was drauf. Genau, da gucken wir auch, ob wir ein Symbol bekommen. Müssen genau hingucken. Da haben wir auch so ein Ding. Warte mal. Mal kurz gucken. Das ist irgendwie das gleiche Symbol, kann das sein? Das ist das gleiche Symbol wie gerade eben, macht ja aber nichts. Ich mal das nochmal kurz auf hier. Also wenn wir das gleiche Symbol wie da haben, dann rennen wir jetzt mal zum... wir rennen nochmal runter zu dem Puppenheini, um zu gucken, was wir von ihm bekommen. Und dann müssen wir sowieso hin, denn dort kriegen wir das dritte Symbol für den Fernseher. Und ich denke mal, dort werden wir dann auch rausfinden, was wir mit dem Fernseher machen können danach. So. Guck mal hier. Noch ein Püppchen für dich. Wow, das ist aber eine schöne Puppe, die du hast. Meinst du diese hübsche Puppe? Oh, sieht noch besser aus, wenn sie dicht dran ist.
direkt gut für meine Armee. Ich muss diese haben. Ich gebe dir noch einen Comic. Na klar. Ich habe jetzt genug Puppen, um Teil 2 meines Plans zu machen. Was ist Teil 2? Das musst du nicht wissen. Oh ja, ja. Die Früchte aus meinem Labor. Endlich zahlt es sich aus. Aber wir haben die ganze Arbeit gemacht. Okay. So, wir holen uns hier drin das dritte Symbol jetzt für diesen blöden Fernseher. Ja, gucken wir mal kurz, was da für ein Symbol kommt. Das ist sieht aus wie so ein fliegendes Auge. Oder? So ein fliegendes Auge, was nach links fliegt, wenn man länger drauf guckt. Ja, okay. Gut. Dafür müssen wir jetzt natürlich zum Friedhof. Auf diesen Weg gehen, ne? Nee, können wir nicht. Schwachkopf. Können wir natürlich nicht. Wir müssen natürlich hier durchgehen. So. Ist auch die Frage, was denn da passiert, ne? Im Raumschiff an sich passiert ja gar nichts. So. Das machen wir jetzt noch. Und dann stoppen wir auch mit der Folge. Aber einmal will ich wissen, was passiert, wenn wir das machen. Wollt ihr bestimmt auch wissen, ne? Weil jeder will es wissen. Man kann gar nicht aufhören, ne? Man spielt immer und dann einfach mal gucken auf die Uhr und denkt sich, ach, kacke. Wieder eine Stunde vorbei. Also das haben sie schon alles richtig gemacht mit dem Spiel hier, muss ich sagen. Und Leute, falls ihr kein Englisch könnt, will ich nochmal kurz sagen, ist natürlich dann echt blöd, dann macht das natürlich keinen Spaß. Deswegen wäre es schon schöner, wenn man natürlich eine deutsche Version dafür bekommt. Aber im Endeffekt, es ist auch nicht so wild, das ist wirklich ein recht einfaches Englisch. Und vielleicht lernt man ja auch was dabei, wenn man das macht. So. So, wir haben die Symbole. Also. Gesundheit. Also wir haben drei Symbole. Das ist einmal, wir haben das, das und das. Ich weiß nicht, welche Reihenfolge. Wir sollen testen. Das war's nicht. Ah. Etwas passiert. Geh zurück, Lilly. Hallöchen, wer bist du denn? Ah, endlich, eine Lösung ist gefunden. Wer bist du? Ich habe unter vielen Namen veröffentlicht, aber die meisten nennen mich nur den Schreiber. Für Jahre war es jetzt nicht möglich, dieses Rätsel zu lösen mit dieser mysteriösen Nachricht. Gerade, wo ich kurz davor war, hat es mich erwischt. Was für eine Art Nachricht? Ist eine Nachricht mit geheimnisvollen Symbolen, die durch statische Felder und durch moderne Technologie aufblitzen. Du meinst die Symbole, die wir im Fernseher gesehen haben? Genau. Du hast es gelöst, mein Freund. Und jetzt kriegst du... Oh, jetzt kriegst du einen Preis für deinen Ärger. Ich habe dieses jetzt schon lange bei mir. Vielleicht kannst du es gebrauchen. Wir haben Esmore Bubble Tea Flavoring. Cool, das können wir nämlich Mr. Dumont geben. Dankeschön, können wir mit dir reden? Wie bist du überhaupt da reingeraten? Ich bin nicht gefangen. Ich habe mich selbst zu Grabe geschrieben. Mhm. Gut, Leute. Ja, mein Gott, das kommt langsam eins zum anderen. Ne? Perfekt. Gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Falls ihr es interessant fandet, liken, abonnieren und auf die Glocke klatschen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid. Vielen Dank und bis dahin. Tschüss.